Glück auf und Folgen auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hunsgrab. Wir haben eine Guillotine gebaut. Juhu. Nein, soll natürlich keine Guillotine sein, sondern eigentlich eine Druckmaschine. Aber da müssen wir noch ein bisschen was optimieren dran, auf jeden Fall. Die ist so noch nicht optimal. Aber das wird, das wird, das wird. Aber das machen wir nicht heute. Heute machen wir etwas ganz anderes. Wir könnten hier noch Sensorschienen hinsetzen. Das machen wir, das probiere ich dann so mal aus und ich zeige euch dann das Endresultat davon. Sieht aber schon sehr, sehr wie eine Druckerpresse aus, auf jeden Fall. Kommt noch. Freunde, ihr werdet euch noch wundern. Wir wollen den Fledermausturm bauen. Warum Fledermausturm? Werden sich jetzt sicherlich einige von euch fragen. Das Papier hätten wir natürlich unten lassen können. Oh, Entschuldigung, eiserner Kerl. Was brauchen wir für einen Fledermausturm? Wir brauchen vor allen Dingen Sandstein. Und ich hoffe mal einfach. Also den hier haben wir. Dann brauchen wir den hier. Genau. Und Sandstein. Ja, schauen wir mal. Fasgard, lass mich nicht allein. Gib mir den schönen Sandstein. Sehr gut. Hier vernehmen wir auch noch ein paar mit. Alles schön vollgemüllt, so fühle ich mich am wohlsten. Ja, Freunde, wenn ihr es heute seht, ist wahrscheinlich Mittwoch und die Woche ist fast um. Es wurde geschrieben, dass ich hier doch einen Dreierturm machen könnte, wenn ich das anders gestalte. Man könnte natürlich auch zwei Dreiertürme machen, so ist es ja nicht, ne? Also man könnte ja auch sagen, theoretisch, weil so ein Fledermausturm ist natürlich immer sehr eng und jetzt habe ich die ganzen Schienen alles mitgenommen, ich ochse. Fledermausturm ist sehr eng. Das wären aber mehr so Säulen. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ich glaube, wir machen den einfach ein bisschen breiter. Egal. Machen wir 4x4x4. Das ist hier immer 4 zwischen, ne? 1, 2, 3, 4. Dann machen wir das bei den anderen auch so. Ganz, ganz einfache Schose. Frau Ose. Kennt ihr Frau Ose? Nee. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und hier dann natürlich dann auch. 1, 2, 3, 4. Wird dann etwas größer. Wichtig ist bei diesem Turm, dass er im unteren Teil, also erstmal müssen wir hier natürlich die Pfeiler hinsetzen. Ganz klar. Ups. Ja, da kann ruhig ein tiefer der Pfeiler. Nicht, weil wir es unbedingt haben, doch wir haben es. Hier. Weg damit. Hinfort mit dir, du elendes Gezuppel. Ja. Höre ich da gerade einen Creeper angelatscht kommen? Aber die hört man ja nicht. Arg. Wir brauchen unbedingt eine Kiste. Wir haben so wenig Kisten in uns Grab. So, nehmen wir mal an. Wir bauen jetzt hier den Turm hin, ne? Man könnte ihn natürlich auch noch einrundellieren. Wartet mal. Dann hätten wir hier 1, 2. Ja, das könnten wir machen. Eine Rundelation, sozusagen. Nicht eine runde Nation. Das sind die Amerikaner. Eine runde Nation. So. Man könnte jetzt sagen, hier einmal eine Rundelation hin, um das Ganze ein bisschen abzurunden einfach, wisst ihr? Damit das nicht so ganz störrisch steif daherkommt, sondern auch ein wenig Abwechslung bietet. Und so ein Fledermausturm, der muss vor allen Dingen im unteren Bereich, weil der ist stockenduster. Ihr wisst ja, Fledermäuse, arg, mögen es stockenduster, Herr Schuster. Und der muss natürlich dann im unteren Teil, muss der mit Halbstufen versehen werden. Jetzt werden sich alle, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind bei Minecraft oder sich noch nicht so lange damit beschäftigen, werden sich jetzt fragen, warum will der Opa da Halbstufen hin machen? Das ist doch total plätt. Ne, ist es eigentlich nicht, denn durch die Halbstufen können da keine Monster spawnen. Und man kann den Dreck auch besser wegkehren. Also wir setzen hier Halbstufen hin, dann ist es kein Monster Spawn Ground mehr. Dann können die hier nicht zur Welt kommen auf einer Halbstufe. So zumindest die Aussage von etlichen Minecraft-Professoren. Das Ganze muss natürlich auch hier hinten dran anschließen. Und schaut mal, jetzt haben wir hier eine Dreierbreite. Hier haben wir eine Dreierbreite. Hier haben wir eine Zweierbreite. Das ist nicht so schlimm. Und hier kommen dann die Einfluglöcher. Schneisen wollte ich schon sagen hin. Die Einfluglöcher für die Fledermäuse. Nicht Tauben. Tauben habt ihr gesagt. Lalalala. So, jetzt gehen wir erstmal hoch. Und zwar, ich würde sagen, bis auf die Höhe der Druckerei können wir auf jeden Fall. Weil in der Druckerei kommt natürlich keine Post an. Ganz klarer Fall. Die kommt, wenn überhaupt, dann im Turm an. Also oben in der ersten Etage an und in der zweiten Etage. Da soll die Post ankommen. Da geht die Post ab sozusagen.
Ups, ouch. Ja, ich wollte noch einen Block setzen. Ist mir nicht ganz gelungen. Ah, naja, so ist das. Dann machen wir hier jetzt sozusagen den Unterbau hin. Für, genau, den Unterbau hin. Mal sehen, jetzt, ja, jetzt hat es geklappt, hat trotzdem wehgetan. Naja, egal. So, der Turm der Fledermäuse. Warum Fledermäuse? Hatte ich das schon beantwortet, die Frage? Ich glaube ja, nein. Ich glaube nein. Oh, das ist aber übelsten Rockmusik. Und ich würde sagen, das machen wir alles echt so, das wird alles dunkel hier unten. Das machen wir jetzt gleich mal. Können wir ja von oben dann rangehen. Das ist ja kein Problem. Hüftleiden, verdammt. Ich hab immer noch ein Hüftleiden. Jetzt besser, jetzt besser, jetzt besser. So, hier unten kommt sozusagen alles erstmal ganz normal aus dem Sandstein und mit normalen Steinen an den Seiten. Und dann ist es nämlich so, dass hier unten ist das Kot-Auffangbecken für die Fledermäuse. Es ist etwas größer, es wird einmal im Monat geleert. Nein, ihr wisst ja, Fledermäuse sind sehr, die mögen auch gern mal auf Toilette. Also die machen sehr viel Mäuse, ja, Fledermäuse-Kot, genau. Und der wird hier unten aufgefangen. Das ist eine sehr hygienische, moderne Anlage. Das muss man auch mal dazu sagen. Da sind die Hundsgraber auch sehr stolz drauf, dass man hier so eine hygienische Fledermaus-Kackanstalt eingerichtet hat. Habe ich das gesagt? Okay. So, hier unten machen wir es nochmal auf, aber nur, um es dann gleich wieder zu verschließen. Denn hier soll ja keiner rein, denn dann würde er in einem riesigen Haufen Piep stehen. Ihr wisst schon, Piep. Ne? Solche Worte werden rausgeschnitten, weil sonst wird YouTube mich auch verklagen. Ne? Und also was. Naja, wisst ihr. Kennt ihr. Jetzt geht's nach oben. Und hier sozusagen kommt jetzt ein Doppel... Ja, hier kommt der Fledermaus-Schacht hin. Keine Doppeltür? Nee, keine Sorge. Genau, hier kommt nämlich jetzt so ein Rundell aus Stein rum. Und zwar hier aus dem behauenen Sandstein. Und es geht mir schon wieder auf den Zünder, dass ich hier die Schiene wegwerfen muss. Also ich hätte gar keine andere Wahl. So, 1, 2, 3. Komme ich da hinten noch dran? 4. Ah, da ganz hinten nicht mehr, ne? Dachte ich es mir. Da komme ich gerade noch so dran, da nicht mehr. Okay, da müssen wir jetzt mal einen gewagten Sprung machen. Ups, um die Ecke. Oh ja, super geklappt. Arg. Und das ist nämlich der Nachteil, dann, wenn man das so macht. Dann kann nämlich hier auch nichts wirklich auf dem Boden liegen. Das heißt, auch der Fledermauskot schwebt dann sehr schön über der Erde. Wir haben noch 5 Eisen, da können wir uns sogar noch eine Spitzhacke von machen, wenn unsere gleich kaputt geht. Ja, so ist das. Okay, Freunde, also wie schon gesagt, das Wochenende naht, Gott sei Dank. Hier unten könnten wir könnten jetzt hier einmal so einen Gang rum machen. So. Damit wir hier besser arbeiten können. Aber ich würde sagen, wir machen den Gang genau ein tiefer, genau. Wieder mit dem Grund, dass da keine Monster spawnen. Ich hoffe aber, dass dann trotzdem, so, ne? Dass dann trotzdem Fledermäuse spawnen, das wäre total klasse. 55, das sollte reichen, um hier nochmal so ein Rundell zu erschaffen. Aber das sind trotzdem Fledermäuse spawnen, eventuell. Aber wenn nicht, dann müssen die halt zufliegen. Flapsi oder so, die wohnt ja da hinten am Teich. Flapsi wohnt, kennt man gleich, die wohnt hinten am Teich. Und fliegt ja mal rum. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwie so eine Ecke geben, wo es so dunkel ist, dass da kein Monster spawnen kann. Aber halt Fledermäuse. Total gut. So, okay, jetzt können wir jetzt hier auch fertig machen, unseren Turm. Einmal so rum, zack. Und jetzt müssen wir uns nämlich überlegen, und das ist total wichtig. Aber warum haben wir... Ach so, jetzt haben wir überall Vierer-Dinger, na gut. Jetzt müssen wir uns nämlich überlegen, wie das weitergehen soll. Das hieß ja, diese Dinger müssen sowieso wieder weg. Die bringen mich auch ganz durcheinander. Das haben wir beim ganzen Haus so gemacht, können wir es nicht hier jetzt ändern, das geht nicht. Es müssen halt Einflugslöcher jetzt für die Fledermäuse rein. Nicht zu viele. Nicht, dass der Turm zu hell wird. Nicht zu wenige. Nicht, dass der Turm zu dunkel wird. Die Frage ist halt, nehmen wir jetzt hier glatten Sandstein, wie hier? Oder nehmen wir behauenen? Behauener hätte jetzt einen großen Vorteil und den zeige ich euch auch gleich. Den werde ich euch gleich mal zeigen. Moment. Also ich würde dann sagen, so und so. Warum, werdet ihr gleich sehen, warum ich das genau so machen will. So und so. Und dann einmal so. Okay, passt auf.
Weil jetzt hier kann die Fledermaus jetzt gleich rein und raus fliegen. Ihr werdet auch sehen, wie ich das meine. Ich nehme nämlich hier die Stufen und mache hier ein, da kann dann nichts drauf spawnen, ein Fledermausloch hin. Ich weiß nicht, ob die da durchfliegen können. Ein Fledermausloch. Und auf der anderen Seite, wahrscheinlich auch ein Fledermausloch. Also das gleich nochmal. 1, 2, 3. Es wird schon wieder dunkel. Heie. So. Okay. Und hier dann auch mit den Stufen ganz normal. Zack und zack. Es wird tatsächlich wieder dunkel. Wir müssen kurz runter schlafen. Dann geht's weiter. Hier an dem Fledermausturm. Können wir mal von außen gucken. Gute Nacht, meine lieben Freunde. Das Lied ist gerade sehr laut, oder? Kommt mir das nur so vor? So, schauen wir mal. Ja, ja, ja. Das sieht doch schon ganz nett aus. Und da vorne machen wir dicht, ne? Da vorne machen wir dicht. Und dann kommt hier der Fledermäusiturm hin. Ah, hier unten machen wir natürlich auch dicht. Zack und zack. Schauen wir mal. Also hier von der Seite. Ja, man hätte jetzt auch so ein bisschen seitlich versetzt machen können, die Löcher. Aber ich finde das eigentlich so schon, glaube ich, ganz gut. Aber das hieß, da müsste eigentlich schon das nächste Loch drüber, oder? Wollen wir uns da ruhig ein bisschen Platz lassen? Ich glaube, wir lassen uns da ruhig ein bisschen Platz mit den Löchern. Okay, gehen wir wieder hoch. Weil zu viele Löcher, dann fliegen da auch keine Fledermäuse rein. Ganz klar. Die brauchen auch Platz zum Rumsitzen und sowas auch. So, okay. Das hieße, wir gehen jetzt hier mit hoch. Mit den Steinen. 1, 2, 3. Ja, ich weiß, man kann immer nur 2 hochgehen. Auch schöne Musik gerade. Hätte ich noch gar nicht so oft gehört. Ist das dieses ganz lange Lied? Kann das sein? Hier vorne auf die Westseite kommt kein Loch hin. Weil ihr wisst ja, Fledermäuse mögen es düster. So. Da könnten wir also jetzt noch ein Loch auf jeden Fall hinmachen. Ja. Ja. So, hier könnte noch ein Loch hinkommen. Das hieß ja, wir machen das wieder so. Quatsch. Das natürlich so natürlich nicht. Zack. Aber hier. 1, 2. Und dann noch einer oben drauf. 3. Das wäre dann die nächste Etage sozusagen. Ich überlege gerade, ob wir hier dann immer dazwischen. Passt mal auf. Oh, Mist. Mistikack, würde Mr. UFO sagen. Meister UFO, nicht Mister. Und hier müssen wir echt ein bisschen vorsichtig sein, sonst plumpsen wir hier 300 Mal runter. Und das wollt ihr ja auch nicht, ne? Dass ich hier andauernd runter plumpse. So, den nehmen wir mit. Zack. Okay, so und so. Dann machen wir nämlich hier auch ein Fledermausturm. Will eine gewisse Zierde sein eigen nennen, ne? Ganz klarer Fall. Dann haben wir so ein System und dann können wir den ein bisschen höher ziehen. Und dann vielleicht werden wir da tatsächlich Fledermäuse drin haben. Ich weiß es nicht. Kann aber auch sein, dass die vor den Halbstufen zurückschrecken. So, da vorne natürlich auch. Immer ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen ja, wenn wir runterfallen, könnten wir auch unwiederbringlich krank oder sogar tot sein. Zack, guck mal. Ist es nicht wunderschön? Ist es nicht. Aber wir kommen hier noch gar nicht aufs Dach drauf, ne? Glaube ich. Das müssten wir eigentlich mal ändern. Erstmal provisorisch mit einer Dreckleiter. Also nicht Dreckfahrstuhl. Dreckleiter ist die erweiterte Form eines Dreckfahrstuhls. Die geht so. Das Dumme ist, dass jetzt auch Dorfbewohner hier oben drauf können. Aber naja gut, die haben auch Eigenverantwortung, ne? Wisst ihr ja. Ist ja unser neues Motto. Eigenverantwortung. So, okay. Jetzt würde ich sägen. Legen wir das mal wieder weg. Und nehmen uns wieder die Steine. 2. Dann können wir hier oben rumgehen. Dann müssen wir hier auch wieder so eine Etage reinbauen, glaube ich, ne? Damit das wieder auch so ein bisschen Sinn ergibt. Ja, bauen wir hier wieder so eine Etage rein. Das sind dann so Bretter, wo die Fledermäuse sich drauf abbrettern können, absetzen können. Also nicht absetzen, sondern absitzen. So, genau. Hier könnte ich es dann draufsetzen und haben dann immer so eine kleine Abteilung. Und hatte ich das jetzt eigentlich schon erzählt? Die Fledermäuse sind natürlich für die Fernbotschaften gut, ne? Für Geheimbotschaften, Fernbotschaften. Die können das über hunderte, tausende von Kilometern
können die solche Botschaften verbreiten. Und das ist natürlich falsch hier, ne? Weil hier kommt dann schon wieder... oh, Mist. Naja, machen wir so, pass auf. Hier kommen dann schon wieder die behauenen Sandsteine rein. Weil hier kommt ja zack und... es wird Zeit, dass Wochenende ist. Oh, naja. So, gut. Und hier kommt der so hin. Na, ja, ja, so wird ein Schuh draus. Ein Fledermaus-Schuh, sozusagen. Hier haben wir noch einen. Und hier haben wir noch 64, das ist gut. Aber wir brauchen trotzdem erstmal wieder eine. Guck mal, hier kann man runterspringen, da tut man sich tierisch die Beine weh. Ah, ja, ja, ja. Und jetzt haben wir uns hier eingemauert. Ah, das dauert ja nur eine Viertelstunde, jetzt diesen Block wegzuhauen. Naja, ihr habt ja Zeit, oder? Ich lasse das jetzt hier unten erstmal offen, damit das nicht so ewig Zeit in Anspruch nimmt, immer jedes Mal, wenn ich da den Block weghauen muss. Ja, die Bürger sind hier alle schon ganz aufgeregt. Die warten natürlich alle. Also nicht die Hamburger oder sowas, sondern die Dorfbewohner sind alle schon ganz aufgeregt. Die warten natürlich alle darauf, dass die ersten Zeitungen gedruckt werden. Ne? Ganz klarer Fall. Aber wir können nicht hexen. Können wir nicht. Würde ich gerne, kann ich nicht. So. Zack. Neue Spitzhacke gebeut. Schaufel brauchen wir momentan überhaupt nicht. Die können wir erstmal beiseite legen. Und dann gehen wir wieder hoch. Und wieder außenrum natürlich. Ja, sowas nimmt viel Zeit in Anspruch. So ein Gebäude. Gut, dass wir jetzt automatische Türen haben. So, wir müssen noch einen hoch. Da gehen wir hier wieder die Dreckleiter hoch. So, genau. Und wie hoch wir den Turm machen, das wird natürlich dann abhängig sein. Letztendlich von dem Gebäude, ne? Wird das hauptsächlich abhängig sein. Das heißt, wenn das Gebäude noch sehr viel höher wird. Ein Stockwerk soll ja noch drauf, haben wir gesagt. Dann kann es auch sein, dass hier der Fledermausturm noch ein wenig höher wird. Wert vor allen Dingen. So. Ohne Netz und doppelten Boden. Joa. Erstmal ganz gut. So weit, so gut. Joa. Hier kommen jetzt die behauenen Sandsteine drauf. Genau. Behauener Sandstein. So und so. Und ich hoffe, dass der Zorn dann bald wieder neue Folgen rausbringt. Und was ich ganz positiv bemerken will, dass auch die anderen wieder Folgen rausbringen. Der, hier, da, das wusste ich. Runter von der Baustelle. Ihr solltet nicht rumlaufen. Ihr fallt da runter und dann seid ihr unwiederbringlich krank und so. Und dann kriege ich einen Ärger als Bürgermeister wegen Unverantwortlichkeit, wegen stehen gelassener Dreckleiter oder sonst was. Ich krieg wieder einen auf den Deckel, Oma. So, du bist doch schon so alt und immer noch hier vor der Baustelle rumrennen, wa? Das haben wir gerne. Geh mal runter. Autsch, ja. Da, guck mal, jetzt überleg mal, du wärst hier runtergefallen. Dann wärst du tot gewesen. Ja. Brauchst du gar nicht so gucken. Brauchst du gar nicht so gucken. Ich mein's doch nur gut mit den Dorfbewohnern. Ist ja nicht so, dass ich die tyrannisieren will oder ähnliches. Ich mein's da echt nur gut und will nicht, dass die runterfallen. Ich kenne das. Die torn dann immer ewig hier rum und dann irgendwann fallen sie runter und dann na, haben wir den Salat. Ne? Gut, gut, gut. Alles klar. Der Eulenturm. Einen muss ja auf jeden Fall noch höher werden. Aber mal sehen, wie wir das von innen gestalten. Ich reiß mal lieber hier den Dreckfahrstuhl, die Dreckleiter wieder ab. Ehe mir da 1000 Dorfbewohner irgendwie draufgehen. Das reicht schon, ne? So können sie zwei hoch, können dann hier wieder runter. Aber das ist ja nicht so schlimm. Es tut mir nicht mehr groß weh. Und ich esse erst noch mal ein paar schöne Ofenkartoffeln vom guten Fassgrad. Fassgrader Ofenkartoffeln. Total lecker. Dann gucken wir gleich nochmal von außen, wie der Eulenturm jetzt ungefähr aussieht, ob der überhaupt schon aussieht. Wonach, vor allen Dingen. Hallo Harry. Ja. Rennen wir einmal ums Gebäude rum. Das gefällt mir alles schon ganz gut so von der Fassade. Und jetzt gucken wir uns mal den Eulenturm, sag ich schon, den Fledermausturm an. Da ist er. Theoretisch könnte man den natürlich hier unten auch noch so ein Fenster reinsetzen. Mal von der Seite geschaut. Das wirkt dann im Gesamtbild, wirkt es dann. Ja doch, schaut mal, das sieht ganz gut aus. Da sind die Einfluglöcher für die Fledermäuse. Da müssten wir natürlich dann noch so Bretter vormachen, dass sie da schöner reinfliegen können oder sowas, ne? Ja, und ihr seht schon, müssen wir mal gucken. Ihr seht schon, müssen wir mal gucken. Ja, noch ist natürlich hell hier drin. Da werden noch keine Fledermäuse spawnen. Hier können wir noch eigentlich so eine Bretterreihe nochmal reinsetzen. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, da hat man den Eindruck, da sitzen die ja so drauf. So, da kann ja auch nichts passieren.
was Monster angeht. Weil, wie schon gesagt, auf Halbstufen können die nicht spawnen. Zumindest wenn die Halbstufen auf der unteren Hälfte des Blockes sitzen. So, wenn das so stimmt. Wenn man mich dann nicht verarscht hat, irgendwer. Könnte ja auch sein. So. So, da können... Oh, seht ihr, da ist es nämlich schon wieder. Da können dann auch noch Fledermäuse drauf rumhocken. Ja. Ganz schöner Ausblick hier in den Fledermaustraum rein. So viele sind es ja auch nicht, aber ich denke mal, da wären noch so ein, zwei Etagen, wenn wir davon drauf machen. Auf jeden Fall müsste als nächstes dann... als nächstes müsste wahrscheinlich dann ein... sag schon. Wieder ein Querbalken kommen, hier aus dem Zeug. Aber der hätte eigentlich schon dahin gemusst. Also das passt nicht. Wir machen den glatt hoch. Wir machen den einfach glatt hoch, genau. Und da machen wir vielleicht so Stufen unter oder so, wo die drauf landen können. Oder einfach die Stufe einen raus. Da müssen wir mal schauen. Nächstes Mal geht es auch weiter in der Druckmaschine. Wie schon gesagt, da werde ich mich nochmal mit beschäftigen, wie das genau hinhauen soll. Wir müssen da die diese Dinger hier, die müssen wir nochmal woanders hinsetzen. Dass die Presse nicht die ganze Zeit geöffnet ist, sondern umgekehrt, ne? Dass sie die meiste Zeit dann geschlossen ist. Also, geöffnet, nicht geschlossen. Jetzt ist sie ja geschlossen. Dass sie immer nur bumm, bumm. Also immer nur einmal runterschlägt und die meiste Zeit aber eigentlich geöffnet ist. Dass die Blätter unterfliegen können und dann werden die gepresst. Wird der Text da drauf gepresst, natürlich, ne? Aber davon nächstes Mal mehr. Ich weiß gar nicht, wo die alle hingucken. Ich weiß nicht, was mit denen ist. Was mit euch? Blatt Papier, ihr wollt Zeitung kaufen, da kommt. Vorab, hier von dem ersten Probedruck haben wir schon mal welche da. Wo habe ich jetzt hingemüllt? Hier, 42 Stück. Komm, hier, kannst du verteilen an die Leute. Wie viel willst du? Bist du wahnsinnig? So, danke. Der Rest ist so für die Leute. Okay, erster Probedruck, ganz exklusiv. Gute Nacht, meine lieben Tapfer und Freunde. Gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.